CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 24. Oktober 2017 hat die EU-Kommission ihr neues Arbeitsprogramm für das Jahr 2018 vorgelegt, und darüber diskutieren wir jetzt. Zwei Teile gibt es. Im ersten Teil wird eine ganze Reihe von Legislativvorschlägen gemacht, die noch bis zum Ende dieser Kommission verwirklicht werden sollen. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen, gerade wegen der gesetzgeberischen Zeitabläufe, die notwendig sind, diese Vorschläge zu erwarten haben. Und im zweiten Teil stellt die Kommission ihre Vision vor, wie die Finanzgrundlagen nach Brexit und im Angesicht der aktuellen Entwicklungen neu zu strukturieren sind. Lassen Sie mich einen ersten Moment auf die Legislativvorschläge schauen. Hier schlägt die EU-Kommission vor, dass man ein europäisches Wirtschaftsgesetzbuch schaffen sollte. Der französische Präsident Emmanuel Macron greift diesen Vorschlag in seiner schon viel zitierten Rede in der Sorbonne auf am 26.09.2017 und setzt sich mit ganz deutlichen Worten für eine richtige Vereinheitlichung des Unternehmens- und Insolvenzrechts ein. Ich glaube, das ist ein richtiger und wichtiger Vorschlag. Denn wir haben zwar im Wirtschaftsrecht, was ja eigentlich den Kern unserer Europäischen Union ausmachen sollte, sehr viel zusammengefasst, sehr viel erreicht, aber alles, was wir so sehen, ist eigentlich ein Flickenteppich. Denn der Kern der Koordinierung, der Harmonisierung des Wirtschaftsrechts basiert auf Richtlinien, und die Richtlinien lassen immer noch viele, viele Spielräume. Und wenn wir einen gemeinsamen Markt haben wollen, wenn wir ein gemeinsames Level Playing Field haben sollen, dann sollten nicht die Regeln miteinander konkurrieren, sondern die Unternehmen. Und deshalb ist dieser Schritt richtig. Der zweite Punkt oder ein Detail dabei ist ein Punkt, der sich gerade in der Steuerdiskussion, der Kollege Ulrich hat das ja eben aufgegriffen, wir müssten über Steuern in Europa an verschiedenen Stellen nachdenken. Was nämlich bei Unternehmen fehlt, ist eine gemeinsame, einheitliche Festlegung dessen, was überhaupt den Gewinn ausmacht, was dann vom Gesellschaftsrecht rüberreicht in das Steuerrecht, die gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Solange wir das nicht haben, nutzt der ganze Datenaustausch über die Grenze nicht, und das, was viele wollen, funktioniert nicht, auch etwa, um ein Beispiel zu nennen, die Zinsmeldungen. Denn wir können Zins und Gewinn nur abgrenzen und können die Meldungen nur verarbeiten, wenn sie auf einer einheitlichen Rechtsgrundlage beruhen. Ein dritter Punkt. Was immer noch fehlt, und das gehört in dieses Programm hinein, ist eine besondere Rechtsform für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir arbeiten auf der Ebene der Europäischen Kommission, auf der Ebene der Europäischen Union seit Jahren daran, eine solche europäische GmbH zu schaffen. Es ist immer wieder gescheitert. Und wir hatten als letztes, und das wird deshalb zu Recht zurückgezogen, eine Art sozusagen hinkenden Vorschlag einer Ein-Personen-Richtlinie, die das ersetzen wollte. Wenn jetzt dieser Vorschlag wieder auf der Agenda steht, gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sozusagen die Haupttriebfeder unseres gemeinsamen Marktes sind, zu einer einheitlichen Rechtsform zu kommen, dann ist das ein wichtiger und richtiger Schritt. Und dass wir bei dieser Gelegenheit die Rechtsetzung insgesamt ein wenig anschauen wollen, liegt nahe. Denn der verbesserte Zugang zum europäischen Recht setzt voraus, dass die Rechtstexte nicht nur so wie bislang chronologisch sortiert werden, sondern dass sie auch einheitlich in Kodifikationen zusammengefasst werden. Die Schweiz ist ein Vorbild dafür. Da gibt es dreisprachige Gesetzestexte, klar und verständlich. Hieran sollte sich die Europäische Union, hieran sollte sich die Europäische Kommission ein Beispiel nehmen. Zweiter Punkt, Finanzen. Der Austritt des Vereinigten Königreichs, der wahrscheinliche Austritt des Vereinigten Königreichs und andererseits die erhöhten Lasten im Bereich von Migration und Verteidigung führen natürlich dazu, dass wir hier genauer hinschauen müssen. Es ist richtig, wenn die Kommission ankündigt, dass im Bereich von Erasmus und Investitionen nicht gekürzt werden soll. Denn die Förderung in die Bildung ist einer der zentralen Punkte. Es sind die klugen Köpfe, es sind unsere Bürger, das sind die, die die Zukunft ausmachen. Deshalb ist dieser Ansatz richtig. Umgekehrt ist es richtig, wenn wir bei den Agrarinvestitionen etwas kürzen. Denn hier ist ein Markt entstanden, ein Moloch entstanden, der ein bisschen zur Kritik Anlass gibt.
Und wenn wir in Europa so fördern, dass Afrika nach Europa nicht mehr exportieren kann, dann gibt das durchaus Anlass zu Bedenken. Insofern ist das auch ein Teil einer entwicklungspolitischen Maßnahme. Und der letzte Punkt, den ich doch ansprechen will, Herr Kriechbaum hat es gesagt, wenn wir den ESM auf eine andere Rechtsgrundlage stellen, ja, das bedarf einer Vertragsänderung, anders als der Kollege Sarrazin das gedacht hat. Und es bedarf vor allen Dingen der Einfügung eines Insolvenzrechts für Staaten. Gott sei Dank ist die Europäische Zentralbank hieran schon am Arbeiten. Ich hoffe, dass die Kommission das entsprechend auch aufgreift. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Hirte. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Angelika Glöckner.